Die genaue Laufzeit eines Algorithmus hängt von vielen Unwägbarkeiten ab. Von der Rechenplattform, der gewählten Programmiersprache, dem Betriebssystem, der aktuellen Auslastung durch andere Prozesse und so weiter. Es gibt sogar den Spruch, depends on the phase of the moon. So undurchschaubar sind die Zusammenhänge. Aber für die meisten und vor allem für die ganz grundsätzlichen Betrachtungen reicht eine klar definierte mathematische Abstraktion, die sogenannte asymptotische Komplexität. Die asymptotische Komplexität eines Algorithmus hängt nur noch von der Eingabe ab, nicht von den äußeren Umständen. In einer imperativen Programmiersprache gibt es verschiedene Arten von elementaren Anweisungen. Zum Beispiel eine Wertzuweisung an eine Variable ist eine elementare Anweisung, das Einrichten einer Variable, der Vergleich zweier Zahlen, ein Sprung in den Else-Teil eines If-Konstrukts, ein Rücksprung vom Ende zum Anfang einer Schleife, ein Methodenaufruf, all das verstehen wir hier als elementare Anweisungen. Jede dieser elementaren Anweisungen erfordert eine gewisse feste Anzahl von Taktzyklen, natürlich abhängig von der Plattform. Aber davon abstrahieren wir, indem wir uns einfach darauf zurückziehen, zu sagen, jede Anweisung hat konstante Laufzeit oder konstanten Aufwand und fertig. In dieser Abstraktion sprechen wir zur Unterscheidung nicht mehr von Laufzeit oder Zeitaufwand, sondern von Komplexität. Dass wir für jede elementare Anweisung einfach nur sagen, der Aufwand ist konstant und die genaue Dauer interessiert gar nicht, lässt sich auch so formulieren. Wir sind nur daran interessiert, zu welcher mathematischen Funktion die Laufzeit ungefähr proportional ist. Genauer sind wir am asymptotischen Verhalten der Komplexität interessiert, also wie sich die Komplexität entwickelt, wenn die zu verarbeitende Datenmenge immer größer wird. Man kann es auch wieder so sagen, wir sind daran interessiert, zu welcher mathematischen Funktion die Laufzeit ungefähr proportional wird, wenn die zu verarbeitende Datenmenge sehr groß ist. Wir betrachten eine ganz einfache Aufgabe. Suche eines Elements in einem sortierten Array vom Typ Int. Zuerst die einfachste Variante, lineare Suche. Da wir diesen Algorithmus gleich in Java programmieren, weichen wir von unserer üblichen mathematischen Logik ab und verwenden Java-Logik, also erster Index 0, nicht 1. Wir gehen von vorne nach hinten, durch alle Komponenten des Arrays durch und wenn wir den zu suchenden Wert finden, beenden wir die Methode und liefern True zurück. Falls wir den zu suchenden Wert nicht finden, stellen wir das eine Position später fest und geben False zurück. In jeder Iteration werden ungefähr dieselben elementaren Anweisungen wie in jeder anderen Iteration ausgeführt. Wir ziehen uns sehr generell darauf zurück, einfach nur zu sagen, dass jede elementare Anweisung konstanten Aufwand hat. Und wie viele Taktzyklen das genau sind, spielt für uns keine Rolle. Dann können wir schließen, dass jede Iteration dieser Schleife insgesamt konstanten Aufwand hat. Eben konstant viele elementare Anweisungen, jeweils mit konstantem Aufwand. Im schlimmsten Fall, also wenn das ganze Array zu durchsuchen ist, ist der Aufwand der Schleife damit insgesamt ungefähr proportional zur Länge des Arrays. Wenn das Array nicht trivial kurz ist, dann ist der Zeitaufwand für die Operation der Suchmethode außerhalb der Schleife vernachlässigbar, verglichen mit dem Zeitaufwand für die Schleife. Das heißt, die Komplexität, der Aufwand der ganzen Methode ist im schlimmsten Fall ungefähr proportional zur Länge des Arrays. Bei binärer Suche sieht das Ergebnis ganz anders aus. Invariante ist, falls der zu suchende Wert tatsächlich im Array ist, dann ist er im Bereich echt zwischen Index L wie links und Index R wie rechts. Also exklusive Index L und exklusive Index R. Daher sind L zu minus 1 und R zu 20 initialisiert bei einem Array mit Indexbereich 0 bis 19. Variante ist, die Größe des Bereichs zwischen L und R, beides exklusive, also die Kennzahl R minus L minus 1, wird in jeder Iteration ungefähr halbiert. Im ersten Bild umfasste dieser Bereich noch 20 Werte, nämlich alle Werte im Array. Nach der ersten Iteration sind es nur noch 10. Das kommt dadurch zustande, dass in jeder Iteration erst einmal der Wert genau in der Mitte zwischen L und R angeschaut wird, in diesem Fall die 43. Wäre hier der gesuchte Wert 67, dann wäre die Suche schon fertig gewesen. Aber der gesuchte Wert 67 ist größer als die 43, deshalb wird L auf den Index der 43 gesetzt. Jetzt ist die 71 in der Mitte zwischen L und R. Da die 71 größer als der gesuchte Wert 67 ist, wird jetzt nicht L, sondern R auf diesen Index gesetzt. Nächster Schritt, der gesuchte Wert 67 ist größer als die 51. Noch ein Schritt, im nächsten Schritt ist die 67 genau in der Mitte zwischen L und R
und wird so gefunden. Bei binärer Suche ist die Anzahl der Iterationen nicht mehr linear in der Länge des Arrays, sondern nur noch logarithmisch. Genau gesagt, ungefähr 2er Logarithmus der Array-Länge. Logarithmisch statt linear viele Iterationen ist eine so krasse Verbesserung, dass der offenkundig höhere konstante Aufwand pro Iteration schon bei relativ kleiner Array-Länge eigentlich überhaupt nichts mehr ins Gewicht fällt. Und je länger das Array ist, umso stärker öffnet sich die Schere zwischen der logarithmischen und der linearen Komplexität für binäre bzw. lineare Suche. Das ist der Grund, warum wir nicht mit dem genauen Aufwand aller elementaren Anweisungen rechnen, sondern dass es ausreicht zu sagen, jede elementare Anweisung hat konstanten Aufwand. Diese Ungenauigkeit ist absolut vernachlässigbar, wenn die asymptotische Komplexität so dramatisch unterschiedlich ist. Dieser Verlauf der Komplexität, in diesem Beispiel linearer versus logarithmischer Verlauf, wird asymptotische Komplexität genannt. Genau gesagt haben wir die asymptotische Komplexität im schlimmsten Fall, Englisch Worst Case, betrachtet. Wir beginnen mit einem alten Bekannten, Selection Sort. Selection Sort besteht ja im Wesentlichen aus zwei ineinander geschachtelten Schleifen. Die innere Schleife hat im Durchschnitt n halbe Iterationen, n Anzahl der zu sortierenden Werte. Die Gesamtzahl Iterationen für alle inneren Schleifen ist also ungefähr n Quadrathalbe. Jede Iteration der inneren Schleifen hat konstanten Aufwand. Also Gesamtaufwand für alle inneren Schleifen ist ungefähr proportional zu n halbe Quadrat bzw. zu n Quadrat, was natürlich dasselbe ist. Auch die Organisation der äußeren Schleife inklusive Initialisierung der Variablen für die innere Schleife kostet Zeit. Aber nur ungefähr proportional zu n. Ganz außerhalb der Schleifen fällt natürlich auch noch Aufwand an, zum Beispiel für den Aufruf der Methode und für die Initialisierung der Variablen für die äußere Schleife. Dieser Aufwand ist konstant. Die Komplexität setzt sich also aus einem quadratischen, einem linearen und einem konstanten Term zusammen. Wenn n immer größer wird, fallen der lineare und der konstante Term immer weniger ins Gewicht im Verhältnis zum quadratischen Term. Die Abweichung von der Proportionalität zu n Quadrat wird immer geringer. Anderes wohlvertrautes Beispiel, einfaches String-Matching. Die Schleife durchläuft alle Zeichen des Strings S genau einmal. Was kostet uns jede Iteration? Nun, wir haben zwei Sequenzen zu verwalten, Groß R und Groß I. Die Sequenz I durchlaufen wir einmal pro Iteration. Jeder Kandidat in I kostet konstanten Aufwand. Und wenn ein Kandidat von I nach R verschoben wird, kostet das ebenfalls konstanten Aufwand, da dieser Kandidat vorne aus I entnommen und hinten in R eingefügt wird. I kann höchstens so groß werden, wie t lang ist, also Aufwand pro Iteration proportional zur Länge von t, wenn es ganz dumm läuft. Der Gesamtaufwand für den Algorithmus lässt sich nicht so genau bestimmen, weil wir letztendlich nicht wissen, wie groß i in jeder Iteration ist. Aber zumindest können wir festhalten, es kann nicht schlimmer kommen als Länge von s mal Länge von t. Immerhin, denn in den meisten Anwendungen ist der s eher sehr lang und t eher sehr kurz und wäre der Aufwand beispielsweise Länge von s zum Quadrat oder so etwas, dann wäre der Algorithmus überhaupt nicht zu gebrauchen. Mit dieser Abschätzung nach oben, Länge von s mal Länge von t, wissen wir, der Algorithmus ist zu gebrauchen. Wir bleiben noch kurz beim Simple String Matching. Wir haben den schlimmstmöglichen Fall proportional nach oben abgeschätzt. Uns interessiert natürlich auch die Bandbreite zwischen bestem und schlimmsten Fall. Der beste Fall tritt offensichtlich ein, wenn wir nie einen Kandidaten finden, also wenn das erste Zeichen von t überhaupt nicht in S vorkommen. Dann läuft die Hauptschleife sozusagen im Leerlauf durch. Im besten Fall also nicht mehr proportional zur Länge von S mal Länge von T, sondern nur noch proportional zur Länge von S. Letztes, ebenfalls wohlbekanntes Beispiel. Auch hier durchläuft die Schleife alle Zeichen von String S genau einmal. Aber das Preprocessing ist hier deutlich teurer, weil die Lookup-Table aufzubauen ist. Das ist eine Matrix und wir berechnen jeden Eintrag in dieser Matrix separat in einer Schleife über die Zeilen und darin in einer Schleife über die Spalten. Der Eintrag wird durch Herunterzählen einer ganzen Zahl berechnet. Die Anzahl der Schritte zum Herunterzählen ist nicht größer als Länge von t. In jedem Schritt werden zwei Strings miteinander verglichen, die nicht länger als t sind. Insgesamt ergibt sich wieder eine Worst-Case-Abschätzung nach oben. Diesmal ist noch die Größe des Alphabets relevant. Was haben wir an diesen drei Beispielen jetzt gesehen?
Wir haben gesehen, die Komplexität eines Algorithmus ist, nun ja, eine komplexe, schwierig zu bestimmende Größe. Aber wir haben auch gesehen, dass nur wenige relativ einfach gestrickte Terme überhaupt noch relevant sind, wenn die Parameter, die die Größe der Datenmenge beschreiben, sehr groß werden. Vor allem haben wir uns den schlimmstmöglichen Fall angesehen. Denn wie wir gesehen haben, können der allerbeste und der allerschlimmste Fall dramatisch unterschiedliche Asymptotik haben. Aber wenn wir uns mit dem allerwichtigsten Ziel zufrieden geben, nämlich den schlimmstmöglichen Fall nach oben abzuschätzen, werden die mathematischen Funktionen doch wieder halbwegs einfach. Anstelle der Eingaben selbst betrachten wir also nur diese Parameter der Eingaben. Für jede Festsetzung dieser Parameter haben wir immer noch, abhängig von der jeweiligen Eingabe, eine gewisse Bandbreite, in der die Komplexität trotz festgehaltener Parameterwerte noch variieren kann. Die obere Grenze dieser Bandbreite ist der Worst Case, also der schlimmste Fall. Die untere Grenze ist entsprechend der Best Case. Beide, die Laufzeit im Worst Case und im Best Case, sind also Funktionen in den Parameterwerten. Wir interessieren uns natürlich vorrangig für den Worst Case, also für obere Schranken, für die tatsächliche Laufzeit. Das haben wir schon beim einfachen Beispiel Suche in Arrays so gemacht. Im Worst Case ist der Aufwand linear für lineare Suche bzw. logarithmisch für binäre Suche. Natürlich kann man auch den Best Case betrachten, aber der ist meistens nicht so interessant und relevant. Wieder Beispiel Suche im Array. Der Best Case bei beiden Algorithmen ist der Fall, wenn der erste Versuch schon ein Treffer ist, also konstante Laufzeit im Best Case. Nun ja. Ja, neben den selbstprogrammierten Anweisungen leistet im Hintergrund das Laufzeitsystem noch so einiges mehr und für diese Operationen können wir selbstverständlich nicht einfach konstante Laufzeit unterstellen, wie bei den selbstprogrammierten elementaren Anweisungen. Die meisten Funktionen des Laufzeitsystems kann man bei der Betrachtung von Algorithmen und Datenstrukturen aber doch meist ignorieren. Was man bei der Betrachtung von Algorithmen und Datenstrukturen aber nicht ignorieren kann, ist das Speichermanagement. Also in Java die Reservierung von Speicherplatz mit Operator new und die Freigabe des reservierten Speicherplatzes durch Garbage Collection oder in C++ mit Rückgabe durch Operator delete bzw. in C emmalloc statt new und free statt delete. Trotzdem, ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann man auch beim Speichermanagement konstanten Aufwand unterstellen, denn wir können uns vom Laufzeitsystem emanzipieren, wenn wir für jeden Datentyp vorab eine eigene Speicherverwaltung selbst einrichten. Das sehen wir jetzt. In algorithmischer Software hat man das meist vorrangig mit sehr vielen Objekten derselben Klasse zu tun, die dieselbe Größe haben. Hier betrachten wir die Standardidee, wie man in einem solchen Fall eine eigene Speicherverwaltung implementieren kann, bei der sowohl Reservierung eines neuen Objektes durch die Speicherverwaltung als auch Rückgabe eines Objektes an die Speicherverwaltung garantiert nur konstanten Aufwand erfordert. Diese Standardidee funktioniert nur in Programmiersprachen, in denen Objekte auch ohne Referenzsemantik angelegt werden können, also zum Beispiel in C und C++, aber nicht in Java. In Java muss man dem Garbage Collector vertrauen. Aber ein vernünftig implementierter Garbage Collector wird in diesem Szenario zumindest im Average Case konstante Laufzeit haben. Im Worst Case eher nicht, aber in einem solchen Szenario mit vielen Objekten derselben Größe ist der Average Case entscheidend. Wie funktioniert nun die Standardidee? Wir richten ein ausreichend großes Array ein, dessen Komponenten aus einem Objekt der Klasse und einem Next Pointer bestehen. Diese Komponenten werden, wie hier gezeigt, am Anfang zu einer linearen Liste verbunden. Jetzt ist das Objekt im Kopf der Liste reserviert worden, was nichts anderes bedeutet, als dass der Kopf aus dieser Liste ausgekoppelt worden ist. In diesem Bild sind schon insgesamt 6 Objekte reserviert worden, immer entnommen am Kopf der Liste. Das als 4. reservierte Element wird vom Algorithmus nicht mehr benötigt und an die Speicherverwaltung zurückgegeben. Das heißt konkret, es wird über den Next Pointer am Kopfende in die Liste eingehängt. Natürlich werden die einzelnen Objekte nicht unbedingt in der Reihenfolge zurückgegeben, in der sie reserviert wurden, sodass eben vielleicht, wie hier, das als 4. reservierte Element als 1. zurückgegeben wird und nicht das als 1. reservierte. So könnte die Situation also nach einer Reihe von kunterbunt durcheinander gewürfelten Reservierungen und Freigaben aussehen. Die Zahlen dienen nur der Orientierung des Zuschauers, das sind einfach die Positionen der einzelnen Objekte in der aktuellen Liste. Im Folgenden führen wir ein, wie wir mathematische Funktionen asymptotisch vergleichen wollen. Wir betrachten generell Funktionen, die eine feste Anzahl k von nicht negativen reellen Zahlen auf eine nicht negative reelle Zahl abbilden.
Null Stellen soll es nur in einem endlich großen Teilbereich geben, da wir im Folgenden asymptotisches Verhalten betrachten, also was passieren wird, wenn die Argumente jeden endlichen Bereich verlassen, ignorieren wir Nullstellen im Nenner. Die natürliche Definition von asymptotisch schneller lässt sich durch den Grenzwert ausdrücken. Wir sagen, f ist asymptotisch schneller als g, wenn der Limes des Quotienten existiert und gleich 0 ist. Das heißt konkret, wenn wir uns irgendeine beliebige Kurve von Argumenten x1 bis xk vorstellen, die irgendwie ins Unendliche geht, egal ob nur in einem der Argumente oder in mehreren Argumenten oder in allen, dann muss der Quotient immer gegen 0 gehen. Nur dann sprechen wir von asymptotisch schneller. Hier ein erstes einfaches Beispiel. Wenn x1 gegen unendlich geht und x2 im Unendlichen bleibt, dann dominiert irgendwann der Quotient aus x1 hoch 2 und x1 hoch 3 und der geht gegen 0. Umgekehrt, wenn x2 gegen unendlich geht und x1 im Endlichen bleibt, natürlich dasselbe. Wenn x1 und x2 beide ins Unendliche gehen, egal wie, dann geht der Quotient natürlich genauso gegen 0. Zwei Funktionen können auch asymptotisch gleich sein. Um das Format zu definieren, brauchen wir den Limes superior, denn der Limes muss in diesem Fall nicht existieren. Dazu noch einmal die Verlaufskurven. Bei den verschiedenen Kurven, die ins Endliche gehen, kann der Quotient bei der Funktion ja unterschiedliche Grenzwerte haben. Er muss nicht einmal konvergieren, sondern kann zwischen verschiedenen Häufungspunkten hin und her springen. Der Limes superior ist das Supremum aller Konvergenzpunkte und Häufungspunkte. Die erste Bedingung für asymptotisch gleich fordert also, dass alle Konvergenzpunkte und Häufungspunkte einen gewissen endlichen Wert nicht überschreiten, und das ist der Limes superior. Aber asymptotisch gleich sollte natürlich eine symmetrische Relation sein. Daher stellen wir noch zusätzlich die symmetrische Bedingung auf, dass der Limes superior auch des umgedrehten Quotienten endlich ist. Und damit ist die Relation asymptotisch gleich fertig definiert. Völlig äquivalent können wir auch sagen, dass der Quotient einen Limes superior kleiner unendlich und einen Limes inferior größer 0 hat. Die letzte Version der Definition lässt sich in diesem Bild gut deuten. Wenn eine Kurve ins Unendliche geht, dann muss der Quotient sich immer stärker auf das Intervall zwischen Limes inferior größer 0 und Limes superior kleiner unendlich fokussieren. Ein einfaches Beispiel, zwei Polynome in x1 und x2, in beiden Variablen haben die Polynome Grad 2. Der höchste Häufungspunkt, die 3, wird erreicht, wenn x1 gegen unendlich geht und x2 konstant 0 bleibt. Der lineare Term in x1 fällt dann immer weniger ins Gewicht und der Quotient der Vorfaktoren der beiden in x1 quadratischen Terme ist entscheidend. Beim Kehrwert wird der höchste Häufungspunkt hingegen erreicht, wenn x1 konstant 0 bleibt und x2 gegen unendlich geht. Auch dieser Wert ist endlich. Insgesamt sind daher beide Polynome asymptotisch gleich. Wenn f und g asymptotisch gleich sind, sind diese beiden Limites superioris endlich. Ist hingegen f asymptotisch schneller als g, dann ist der erste Quotient endlich und der zweite unendlich. Ist g umgekehrt asymptotisch schneller als f, dann ist entsprechend der erste Quotient unendlich und der zweite endlich, nämlich 0. Es bleibt also noch der Fall, dass beide Limites superioris unendlich sind. Dann sagen wir, die beiden Funktionen sind asymptotisch unvergleichbar. Den Sinn dieser letzten Definition zeigt dieses Beispiel ganz gut. Wenn x1 gegen unendlich geht und x2 nicht, dann wächst x1 hoch 3 plus x2 hoch 2 asymptotisch schneller. Geht hingegen x2 gegen unendlich und x1 nicht, dann wächst x1 hoch 2 plus x2 hoch 3 schneller. Es gibt keine eindeutige Reihung beider Funktionen und von asymptotischer Gleichheit kann natürlich erst recht keine Rede sein. Beginnen wir mit der allereinfachsten Regel. Zwei Funktionen, die sich nur in einem konstanten Faktor ungleich 0 unterscheiden, sind natürlich asymptotisch gleich. Beispielfunktionen wie hier die Monome betrachten wir nur im Eindimensionalen. Für die Übertragung auf den mehrdimensionalen Fall werden die Regeln, die wir uns noch anschauen werden, ausreichen. Dieses Bild sagt, je höher der Grad, umso schneller wächst das Monom. Eine sehr wichtige Regel, die Summe zweier Funktionen ist asymptotisch äquivalent zum Maximum beider Funktionen. Diese asymptotische Äquivalenz sieht man sofort anhand dieser beiden Ungleichungen. Der Quotient Summe geteilt durch Maximum kann sich überhaupt nur zwischen 1 und 2 bewegen.
Daher sind auch der Limes Inferior und der Limes Superior im Intervall von 1 bis 2 und damit größer 0 und kleiner unendlich. Diese Regel können wir direkt anwenden, um die Asymptotik von Polynomen einzuschätzen. Wenn x ins Unendliche geht, dann wird der erste Summand irgendwann größer als die anderen Summanden werden und dann auch irgendwann bleiben. Das Maximum der Summanden ist also irgendwann der erste Summand. Da der Quotient aus Summe und Maximum sich nur in einem Intervall echt größer 0 und echt kleiner unendlich bewegt, ist das Polynom asymptotisch äquivalent zum ersten Summanden a k mal x hoch k und damit auch asymptotisch äquivalent zum Monom x hoch k. Das wohl wichtigste Hilfsmittel ist aus der Schulmathematik bekannt, die Regel von L'Hôpital. Der für uns relevante Fall ist der, wenn beide Funktionen gegen unendlich gehen. Dann ist im Limes der Quotient der Funktion gleich dem Quotienten ihrer ersten Ableitungen. Als erstes grenzen wir damit Wurzeln asymptotisch ein. Oben vergleichen wir die Wurzelfunktion zu einer beliebigen Basisgröße 1 mit der Identität. Die erste Gleichung schreibt nur die Wurzel in Potenzschreibweise um. Die zweite Gleichung wendet L'Hôpital an. Bei den ersten Ableitungen wird sofort offensichtlich, dass die Wurzel asymptotisch langsamer wächst als die Identität. Unten vergleichen wir die Wurzelfunktion zu zwei verschiedenen Basen und sehen mit L'Hôpital und scharfem Hinschauen sofort, dass die Wurzelfunktion zur kleineren Basis asymptotisch schneller als die Wurzelfunktion zur größeren Basis wächst. Die Logarithmen. Zuerst der Logarithmus zur Basis e. Oben zeigt L'Hôpital sofort, dass der natürliche Logarithmus asymptotisch schneller wächst als die konstante Funktion. Unten zeigt L'Hôpital, dass der natürliche Logarithmus langsamer als jede Wurzelfunktion wächst. Die anderen Logarithmen können wir schnell abhandeln. Eines der Logarithmengesetze impliziert sofort, dass zwei Logarithmenfunktionen zu verschiedenen Basen sich nur um einen konstanten Faktor unterscheiden und daher asymptotisch gleich sind. Als nächstes vergleichen wir die Exponentialfunktion zu einer beliebigen Basis a größer 1 mit dem Monom von beliebigem Grad k. Wenn wir k plus 1 mal L'Hôpital anwenden, dann wird der Zähler zu 0, der Nenner aber nicht. Daher wächst die Exponentialfunktion asymptotisch schneller als jedes Monom. Egal wie nah die Basis der Exponentialfunktion an 1 ist und egal wie hoch der Grad des Monoms ist. Auch ein Monom vom Grad 1 Million oder 1 Milliarde oder 1 Billion oder was auch immer. Schließlich vergleichen wir noch die Exponentialfunktion zu zwei verschiedenen Basen größer 0 miteinander. Die Anwendung eines bekannten Potenzgesetzes zeigt sofort, dass die Exponentialfunktion zur größeren Basis asymptotisch schneller wächst als die Exponentialfunktion zur kleineren Basis. Wir betrachten wieder ganz allgemein Funktionen, die k nicht negative reelle Zahlen auf eine nicht negative reelle Zahl abbilden. Wir definieren mehrere Mengen von Funktionen und beginnen mit einer Menge, die traditionell Groß O genannt wird. In Groß O von G sind alle Funktionen f, die asymptotisch kleiner oder gleich g sind. Meist wird Groß O in Vorlesungen so definiert. Aus unserer Definition von asymptotisch größer und asymptotisch gleich ergibt sich mit ein wenig elementarer Analysis, dass beide Definitionen äquivalent zueinander sind. F in klein o von g bedeutet, dass f asymptotisch kleiner als g ist. Omega ist symmetrisch zu groß O. In Omega von g sind alle Funktionen f, die asymptotisch größer oder gleich g sind. Weiter symmetrisch zu groß O. Die übliche Definition von Omega ist diese, ist aber wieder äquivalent zu unserer. Die Menge Theta von g ist der Schnitt von Groß O und Omega von G. Also die Menge aller Funktionen f, die asymptotisch gleich zu G sind. Oben sehen wir noch einmal die Symmetrie von Groß O und Omega. Wenn f in Groß O von G ist, dann ist natürlich G in Omega von f und umgekehrt. Unten sehen wir die inhärente Symmetrie von Theta. F in Theta G ist gleichbedeutend mit G in Theta f. Alle vier Relationen sind transitiv. Wenn f und g in Relation stehen und g und h in derselben Relation stehen, dann stehen auch f und h in dieser Relation. Zusammen mit den Symmetrien von eben ergibt sich, klein o ist eine strikte partielle Ordnung, groß O und Omega sind nicht strikte partielle Ordnungen und Theta ist eine Äquivalenzrelation.
Eine Abschätzung der Worst-Case-Komplexität eines Algorithmus nach oben kann verstanden werden als eine mathematische Funktion, die k-Parameterwerte auf eine reelle Zahl abbildet. Die Parameterwerte sind in der Regel ganzzahlig, während wir hier eigentlich mathematische Funktionen auf beliebigen, nicht negativen, reellwertigen Argumenten betrachten. Das ist natürlich kein Problem, denn unsere Ergebnisse für Funktionen auf reellwertigen Argumenten lassen sich unmittelbar einschränken auf ganzzahlige Argumente. Die Logarithmenfunktionen sind asymptotisch größer als die Konstantenfunktionen und die Logarithmenfunktionen sind untereinander asymptotisch gleich. Jede Wurzelfunktion wächst asymptotisch schneller als jede Logarithmenfunktion. Je kleiner die Basis der Wurzelfunktion, umso schneller wächst sie asymptotisch. Jedes Monom mit ganzzahligem Grad größer 0 wächst asymptotisch schneller als jede Wurzelfunktion. Je höher der Grad eines Monoms, umso schneller wächst es asymptotisch. Jedes Polynom ist asymptotisch äquivalent zum Monom desselben Grades. Jede Exponentialfunktion wächst asymptotisch schneller als jedes Monom. Je größer die Basis der Exponentialfunktion, umso schneller wächst sie asymptotisch.